Ich denke mal, eine Aufgabe, ich meine, jeder hat eine Aufgabe und ob das jetzt so ist oder ich bin jetzt eigentlich dazu bei, dieses Jahr gekommen, um der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und ob das so oder so abläuft, das ist mir eigentlich persönlich egal, ich will einfach nur gewinnen und ich denke mir, dass ich auch den jungen Spielern ein bisschen helfen kann und da in die Fußstapfen von mir zu treten irgendwann mal, aber wir haben ja auch gute Junge dafür gekriegt und ich bin so ein bisschen der Opa hier und guck mal, dass die jungen Spieler auch wirklich gut spielen können. Und wie gesagt, Fischi oder Marvin, von denen anzunehmen, Holzi, also die brauchen ein bisschen eine Führungskraft und das will ein Willi H. Und ich denke mal, das macht Hand und Fuß und auch wir jetzt nicht mehr so viel spielen wie früher, aber ich versuche ein bisschen was dazu beizutragen, dass die Jungs auch eine gute Karriere haben und das tue ich dieses Jahr. Wurde in der Rheinischen Post, glaube ich, kolportiert, Robert Hock wird seine Karriere beenden. Wer es, glaube ich, immer in der Vergangenheit immer gesagt, wenn
die Saison beendet ist, dann setze ich mit den Roosters zusammen und dann spreche ich einfach mal weiter, ob ich noch nicht dranhänge oder was ich machen werde. Wie ist der Stand der Dinge? Hat sich was geändert? Von meiner Seite aus nicht. Ich weiß nicht, wo die Rheinische Post ist. Ich habe mit niemandem von denen gesprochen. Aber ich denke mir, das ist auch normal, wenn Herr Vassiljevs oder Herr Kreuzer auf dem Markt sind, dass da Kleinigkeiten ausgewechselt werden. Aber von meiner Seite kann ich sagen, ich habe nie mit der Rheinischen Post gesprochen. Ich habe auch nie gesagt, dass ich aufhöre. Und das Einzige ist ja, dass ich immer gesagt habe, dass ich das abhängig davon mache, was der Herr Mende und was der Herr Mason zu mir nach der Saison sagen. Da hat sich die letzten Jahre nichts geändert. Das wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. Und alles, was die Rheinische Post oder wer das auch geschrieben hat, das ist wahrscheinlich irgendein Lückenfüller oder was. Aber also ich habe mit denen nie gesprochen. Ich weiß auch nicht, wo sie es her haben. Also von Thema geklärt, ganz einfach. Und das Ganze wird vertagt auf nach dem letzten Spieltag, sage ich mal einfach. Das soll jetzt, du derjenige bist mit der höchsten Nummer dieses Jahr, passt natürlich so ein bisschen zum Anlass. Wir haben gehört, dass du uns im nächsten Jahr nicht mehr unterhalten wirst. Wahrscheinlich eine ziemlich schwierige Situation für dich. Dennoch, es waren das 7 Jahre am Saaler See. Was haben diese 7 Jahre für dich bedeutet? Was nimmst du mit? Du möchtest vielleicht allen zum Abschied weiter sagen. Es ist ja nicht ein Abschied für immer, du kommst ja wieder. Für ein Ausscheidungsspiel. Ja, es ist nicht gerade einfach momentan, aber ja, ich wollte mich eigentlich nur bei allen hier recht bedanken für die 7 Jahre. Wir haben jetzt nur viel mitgemacht, schön, tiefen, war alles dabei. Und es ist nicht gerade einfach, Tschüss zu sagen, aber so ist es halt momentan. Ja. Vielen Dank für alles und vielen Dank für die super Signale für mich und meine Familie. Und,
Und vielen Dank an die Fans in Iserlohn für die Unterstützung. War super heute. Hervorragend.